Heiner Gautschi lädt sie nun ein zu seiner Talkshow. Seine Gäste in dieser Direktübertragung sind diesmal Marion Gräfin Dönhoff, Herausgeberin der Wochenzeitung Die Zeit, Hamburg, Navina Sundaram, Redakteurin der Hauptabteilung Zeitgeschehen des Norddeutschen Rundfunks Hamburg und Klaus Mehnert, Russland- und China-Publizist und Schriftsteller. Guten Abend, liebe Zuschauer zu Hause. Guten Abend, liebe Zuschauer hier im Studio. Gräfin Dönhoff, Navina Sundaram, Professor Mehnert, Sie drei haben viele Gemeinsamkeiten. Sie sind alle in den sogenannten Medien tätig, schreibender oder auftretender oder redigierender Weise. Sie sind Schriftsteller außerdem. Aber es gibt noch eine andere Gemeinsamkeit. Sie alle leben und arbeiten nicht dort, wo Sie geboren oder wo Sie aufgewachsen sind. Sie, Gräfin Dönhoff, sind in Ostpreußen geboren. Sie stammen aus einer Familie, die während 700 Jahren dort gelebt hat. Sie haben Volkswirtschaft studiert, und zwar 33, wie das Hitlerreich ausbrach, in Basel, unter einem jüdischen Professor, Professor Salin. Sind dann zurückgegangen, haben die Güter ihrer Familie verwaltet. Der Krieg kam, am Ende des Krieges sind sie geflüchtet, zu Pferd. Sie haben darüber ein sehr schönes, eindrucksvolles Buch geschrieben. Namen, die keiner mehr nennt, nämlich Allenstein, Quitainen, Friedrichstein. Also Ostpreußen, die Masurischen Seen. Sie haben alles verloren dort. Die sämtlichen Güter, aber nicht nur das, auch die Heimat. Freunde, Verwandte sind umgekommen, ein Verwandter ist umgekommen. Im Kampf oder in der Auseinandersetzung am 20. Juli, im Widerstand. Und Sie haben darüber in diesem Buch geschrieben, klaglos und unsentimental. Und Sie sind Herausgeberin heute, nachdem Sie Chefredakteurin waren, der Zeit, der bekannten, großen deutschen Wochenzeitung. Ist diese Vergangenheit in Ostpreußen für Sie in Ihrer Stellung als Chefredakteurin vormals, jetzt Herausgeberin, auch so etwas wie ein Motor gewesen, dass Sie da Dinge sagen konnten, die beeinflusst waren von dieser Zeit, von Ihrem Leben in Ostpreußen? Also ich glaube, Herr Dr. Gautschi, dass jeder Mensch beeinflusst ist von der Landschaft, von den Menschen, mit denen er aufgewachsen ist. Insoweit ja. Vielleicht auch noch in einem anderen Sinne, wenn Sie mich jetzt fragen. Ich habe es immer ein bisschen als meine Aufgabe angesehen, die Ostpolitik, die bei uns zu meinem Kummer in der Adenauerzeit sehr vernachlässigt worden war, für diese Ostpolitik einzutreten, weil ich eigentlich diesen Raum als meine Heimat auch heute noch empfinde, auch wenn ich da nicht mehr leben kann. So ist die Landschaft, und wenn da auch ganz andere Menschen sind, ich habe durchaus sehr enge Beziehungen zu den Polen. Und insofern, glaube ich, haben Sie ganz recht, was mir vielleicht gar nicht so klar war. Aber wenn Sie mich so fragen, muss ich sagen, dass ich in besonderer Weise, glaube ich, von diesem Raum geprägt bin und das auch bejahe. Und Sie arbeiten in der Zeit, Sie traten ein und treten ein für die allmähliche Aussöhnung. Ja, das finde ich sehr, sehr wichtig. Navina Sundaram, Sie sind Inderin und ich weiß von Ihnen eigentlich gar nichts. Ich weiß nicht, wo Sie geboren sind. Ich weiß nicht, wie Sie nach Deutschland kamen. Und ich bin überzeugt, wir alle sind gespannt und würden gerne hören von Ihnen, wie das zugegangen ist. Gut, mache ich das ganz kurz. Ich bin in Simla geboren. Das war die Sommerresidenz damals von dem englischen Empire, von dem British Raj, wie es hieß. Sonst bin ich in Delhi aufgewachsen und habe dort auch studiert und kam dann 1964 nach Deutschland, und zwar auch, wie das Leben so spielt, durch einen Zufall.
Darf man den Zufall wissen oder ist das intim? Ja, es gab einen Korrespondenten, den gibt es immer noch, aber der war damals der südostasiatischen Korrespondenten von der ARD und hieß Hans-Walter Berg. Und das hatte ist damals, vielen von unseren Zuschauern ja. zweifellos ein Begriff. Und er hatte damals ein Studio, ein sehr großes Studio, was es leider nicht mehr gibt, in Delhi. Und als ich studierte, hat er mich irgendwo mal getroffen, gefragt, ob ich eine kleine Sendung, die er machte, ansagen wollte. Und da ich in welcher Sprache? Auf Deutsch. Und da habe ich gesagt, würde ich gerne machen, nur es gibt ein Problem, ich kann kein Deutsch. Er sagte, mach nichts, man kann es lernen. Und ich so, okay, das ist ein faires Angebot. Allerdings muss ich sagen, die ersten Ansagen waren alle auswendig gelernt. Und ohne, dass sie genau die Worte kannten, wussten, was die Worte bedeuten. Also phonetisch beinahe. Phonetisch. Ja? Sagen Sie als Inderin übrigens noch etwas. Sie sagen, Sie haben es so gelernt. Ihre zweite oder erste Fremdsprache ist eigentlich Englisch. Ich muss ehrlich sagen, meine erste Sprache ist Englisch. Ja. Ich bin ein Teil des Kolonialerbes. Das war praktisch die erste Generation. Ich bin in einer englischen Schule aufgewachsen, was allerdings in Indien war, wovon sogar Rudyard Kipling in seinen Büchern davon geschrieben hat, ja. Send him to Sanaa and make a man of him. Naja. make a frau of him. Ja. Also das hat nicht haben Sie als Inderin, und ich muss vielleicht den Zuschauern noch sagen, falls das nicht erwähnt worden ist, Sie sind Redakteurin beim Norddeutschen Rundfunk in der Hauptabteilung Zeitgeschehen und arbeiten sowohl für Ausland wie Inland. Ja, für beides. Und zwar ist es eine ganz gute Regelung bei uns, dass wir nicht zu sehr kompartmentalisiert. Das kann ich auch nicht sagen, das Wort kompartmentalisiert werden. Ja. Ich bin an sich beim Weltspiegel, das ist die außenpolitische Sendung angesiedelt, aber wir können so Dokumentarfilme machen für unsere Feature-Abteilung oder für Panorama arbeiten oder für eine Sendung, die im dritten gezeigt wird. Ich weiß nicht, ob das also Inland und Ausland. Inland und würden Ausland. Sie sagen, dass Sie als Inderin, das ist ja wirklich ein Phänomen, dass eine Inderin beim Norddeutschen Rundfunk erscheint oder dort mindestens maßgebend arbeitet, dass Sie eine andere, etwas andere Perspektive haben als Ihre deutschen Kollegen? Die ist zwangsläufig ein bisschen anders, aber nicht zu sehr, sonst kann man nicht mehr da arbeiten. Aber ist sie hilfreich gelegentlich? Das hilft. Das hilft. Ja. Ihre Erscheinung hilft wahrscheinlich auch. Erscheinung hilft auch. Ja. Aber nicht immer, weil man sagt, im regionalen Programm, wer nimmt schon eine Inderin ab, was in Schleswig-Holstein ja. passiert? Ja, das ist ein Problem. Das Hannover geht es, weil wir doch irgendwie so Verbindungen haben über den British Raj. Herr Professor Mehnert, zwei Worte zu Ihnen. Sie sind in Moskau geboren. Ihr Vater hatte dort eine Schokoladefabrik. Großvater, der Vater Ihr Großvater, hatte eine Druckerei. Das haben Sie hier an diesem Tisch mal uns gesagt. Erinnern Sie sich an Ihre Jugend in Moskau? Ich war 7, als der Erste Weltkrieg ausbrach und wir Russland verließen. Und natürlich erinnere ich mich sehr gut daran. Wenn man im selben Ort lebt in seiner Jugend, da weiß man vielleicht nicht, was vor und nach dem 7. Lebensjahr war. Ja. Aber wenn ein solcher Einschnitt ist, Russland bis zum 7. und dann Deutschland im Kriege nach dem 7. Lebensjahr, dann weiß man schon den Unterschied. War da die Tatsache, dass Sie in Moskau geboren sind, für Ihr späteres Leben in irgendeiner Weise bestimmend oder wären Sie genau dasselbe geworden, wären Sie nicht in Moskau geboren gewesen wären? Ich meine, es war entscheidend für mein Leben und zwar nur, weil meine Mutter, auch eine Deutsche, aber auch schon in Moskau geboren, hervorragend Russisch und Deutsch sprechend, darauf bestand, dass ich das Russische beibehielt. Wenn die anderen am Sonntag spielten, dann musste ich mit ihr russische Märchen lesen. Und so habe ich mir die russische Sprache akzentfrei behalten. Und das führte dann dazu, dass ich eben mich sehr oft in der Sowjetunion später dann aufhielt, viele Jahre insgesamt dort verbracht habe, über Russland geschrieben habe. Also insofern glaube ich, war es ein entscheidendes Ereignis in meinem Leben, dass ich eben dort geboren bin. Nur schnell noch in ganzer Kürze eine Frage. Sie haben ja das, wenn ich so sagen darf, das klassische, das zaristische Russisch gelernt. Und seitdem gibt es ja das sowjetische Russisch. Unterscheidet sich das deutlich oder doch nicht sehr? Es unterscheidet sich im Wortschatz, natürlich. Aber den hat man ja inzwischen, wenn man die Pravda täglich liest, dann lernt man den ja also auch. In der Aussprache nicht. Die Moskauer Aussprache, manche sagen, die Leningrader ist die bessere, ich sage, ja. Die Moskauer ist die bessere. Und da hat sich nichts dran geändert.
Ich habe von Gemeinsamkeiten gesprochen und jetzt eben, Sie alle leben in Deutschland. Sie sind meistens auf Reisen, aber Sie leben, sind ja doch niedergelassen in Deutschland, in unserer Nachbarrepublik, in der Bundesrepublik. Und da hat in den letzten Tagen, Sie wissen es alle, wir auch, ein Ereignis stattgefunden, eine Erschütterung, vielleicht sogar eine Art Erdbeben. Ich rede von Holocaust, von dieser vierteiligen Hollywood-Serie, die wieder alles erwarten eigentlich. 30 Millionen Zuschauer in dieser Größenordnung fand, Zehntausende von Anrufen nach den Sendungen, große Diskussionen. Und Sie, Gräfin Dornhoff, haben einen Leitartikel in der Zeit geschrieben. Und da gibt es einen Satz, wo Sie sagen, das Volk ist aufgewühlt, betroffen und plötzlich von großem Wissensdurst erfüllt. Wie kommt das? Nach 30 Jahren jetzt plötzlich dieses Phänomen. Herr Dr. Gottschi, das kann niemand erklären. Das ist wirklich höchst, höchst eigenartig. Dieses, um bei dem Medium zu bleiben, diese Fernsehanstalten haben in den letzten 10 oder 15 Jahren über 100 Filme ausgestrahlt, die dieses Thema zum Mittelpunkt hatten. Es sind unendlich viele Bücher erschienen, wie wir alle wissen, Dokumentationen und ich weiß nicht was. Und es ist nie unter die Haut gegangen. Und diese Geschichte, die hat plötzlich alles aufgerissen. In der letzten vierten Sendung, in der Diskussion, da wurden, Sie haben es wahrscheinlich gesehen, da wurden Fragen vorgelesen, die Leute konnten anrufen, wurden aufgefordert anzurufen. Da rief ein Schüler an, irgendwo aus dem Rheinland, glaube ich, der für eine Schülergemeinschaft sprach. Und der sagte, ich bin so froh, dass dieser Film, diesen ganzen Bereich vom Emotionalen her aufzeigt, weil das gibt uns die Möglichkeit, uns damit zu identifizieren. Das fand ich die klügste Bemerkung, die in diesen vier Diskussionen gefallen ist. Denn das ist es offenbar gewesen, dass diese sehr einfache, traurige Geschichte von diesem Arztpaar weiß, was diesen ganzen Leidensweg mitmachen muss, in vielen Verästelungen. Damit wurde es plötzlich deutlich und greifbar. Und es gab eigentlich die ganze Woche nachher in jeder Redaktion, in jeder Schule, in jeder Familie, gab es nur dieses Thema. Das wurde besprochen. Heißt das aber nicht eigentlich etwas doch, ja, wie nenne ich das, also nicht Fragwürdiges, sondern etwas Betrübliches, für Sie, für uns alle, Sie arbeiten im Fernsehen, Sie schreiben, Sie sind Herausgeberin der Zeit, dass es offenbar nur möglich ist, wenn mit emotionellen Mitteln gearbeitet wird, einen Tatbestand, besonders auf dem moralischen Gebiet wahrscheinlich, an die breitere Öffentlichkeit zu bringen. Also Breitenwirkung, vielleicht Tiefenwirkung. Nur so zu erzielen. Nein, ich glaube nicht, dass man es so sehen kann. Sie müssen doch den ganzen Zeitraum überdenken. Sie müssen bedenken, dass der Anfang, die ersten 45, 46, 47, 48, dort, wo zu viel angeklagt wird, wird zu viel verteidigt. Also, Sie werden sich vielleicht erinnern, damals waren eigentlich alle von den Alliierten her gesehen, die Rechtsprechung machten, alle schuld. Auch die Leute, wer nicht umgekommen war, war schuld. Auch die Leute, die im Widerstand gewesen waren, die wirklich versucht hatten zu tun, was möglich war. Und das hat dann irgendwo diese merkwürdige Mentalität gezeitigt. Die Abwehrhaltung. Abwehrhaltung. Und also nun werden wir aber, jetzt verteidige ich auch noch den Kreis, mit dem ich normalerweise nicht verteidigt hätte. Und das hat sich so ein wenig fortgesetzt. Dann kamen diese Jungen, die nun allmählich größer wurden und fragten und sagten, diese Eltern müssen ja wirklich unheimlich dumm gewesen sein, dass sie das alles mitgemacht haben und so. Dann hat sich das verstockt in einer Generationsfrage. Und jetzt muss man bedenken, es ist ja schon die zweite Generation. Das sind praktisch die Großeltern für viele junge Leute. Darf ich nur ganz kurz dazu sagen, ich glaube, weil Sie einen medienpolitischen Aspekt angesprochen haben, wie Frau Dürnhoff sagte, da sind wahnsinnig viele Filme gemacht worden. Es ist nicht keine Art der Verdrängung, überhaupt nicht, also von Seiten des Fernsehens oder Rundfunk. Nur, ich glaube, und das ist etwas, was die Fernsehmacher sich an den Hut stecken müssen, das war
intellektuell aufgebaut. Das war eine unheimliche intellektuelle Barriere. Sie reden von den Filmen und Sendungen, die in diesem Zusammenhang vorher gemacht worden waren. Ja, genau, das meine ich, weil Holocaust ist ja eine Massenserie gewesen, die von den Amerikanern gemacht wurde, aber als Familienserie angelegt. Und alles andere, von Egon Monk über verschiedene andere Regisseure, die dieses Thema sich angenommen haben, das ist immer sehr, sehr elitär gewesen. Also, und die haben sich nicht die Mühe gemacht, vielleicht weil man sich scheute, selber emotional an dieses Thema ranzukommen, weil man dachte, es ist, wenn man das in einem rationalen Bereich. Ich fand es ja eigentlich sehr mutig von den deutschen Anstalten, das glaube ich, darf man sagen, dass sie diese Serie eingesetzt haben, mit allen Bedenken, die damit verbunden waren. Ich fand es eigentlich selbstverständlich im Grunde. Aber trotzdem, ich meine, es war gut, dass der es gekauft hat, am Tag, nachdem er es gesehen hat, der Herr Hübner, dass der ohne irgendwen zu fragen, das sofort gemacht hat. Das fand ich schon gut. Nur was ich nicht gut finde, entschuldige, dass es nicht im ersten gezeigt wurde. Es ist zwar in allen dritten Programmen gleichzeitig gezeigt, was fast gleich ist. Darüber kann man streiten. Das dritte Programm ist bei uns, was man hier vielleicht nicht so weiß, ein bisschen elitäres Programm. Das schaut nicht jeder an. Wenn man nach Hause kommt abends, man drückt auf den Knopf, dann ist das erste oder das zweite. Genau. Es hätten viele Leute gedrückt, die das gar nicht sehen wollten vielleicht. Und wenn man also sich hätte eine Gewissheit verschaffen wollen, wie viele Leute hören zu, hätte man es nicht gewusst. Während hier musste man die Absicht haben, wirklich die Intention, das will ich mir jetzt ansehen. Insofern fand ich es dann doch gut, dass es im dritten war. Der einzige Nachteil ist, dass man es in Ost-Berlin nicht, in Ost-Berlin noch gerade sehen konnte, aber nicht mehr nicht in der DDR. Und darüber haben sich die DDR-Bürger sehr beklagt. Ja, die wollten das. Viele Protestbriefe geschrieben. Hat diese Serie jetzt etwas bewirkt? Also ich wollte vorhin noch sagen, mich erinnert das, diese Wirkung dieser Serie auf die deutsche Öffentlichkeit so ein bisschen an Onkel Toms Hütte, was nämlich eine ungeheure Breitenwirkung hatte, mitgewirkt hat an der Befreiung der Sklaven. Und dort hatte es eine große politische Wirkung. Es war auch ein Trivialroman, der die Dinge auch nicht ganz genau richtig dargestellt hat. Muss man annehmen, dass diese Serie jetzt in der Bundesrepublik zumindest eine ähnliche Wirkung hat, vielleicht reinigend, vielleicht, dass man endlich eruptiv über Dinge sprach und vielleicht zwischen Eltern und Kindern, vielleicht zwischen, ich weiß es nicht, zwischen Jungen allein, die bis dahin, ich will nicht sagen tabu waren, aber mindestens kaum berührt wurden. Ich glaube, man kann nicht erwarten, Menschen sind Menschen, man kann nicht erwarten, dass das nun jahrelang andauert oder auch nur monatelang. Aber ich glaube, es war ein Schock, der unendlich viele Leute erfasst hat. Es werden sehr viele Leute sehr viel lesen jetzt. Ich habe also bei mir einen Haufen Briefe bekommen von jungen Lehrern und von Schülern, die sagen, Kinder, nun sagt uns mal, wie war das? Und dann kommen 7 Fragen, die sie beantwortet haben wollen. Also ist wirklich ein Wissensdurst erwacht. Und das ist eigentlich das, was wir alle gerne wollten seit Jahren. Herr Gorski, ich hatte mich nicht zu Wort gemeldet, weil ich also weder in der Nazizeit in Deutschland war, noch diesen Film gesehen habe, da war ich in Amerika, als ich gerade hier lief. Aber Ihre Onkel Toms Hütte ist ausgezeichnet. Ich bin also von selber nicht drauf gekommen. Das finde ich als eine sehr gute Erklärung. Ich bin ein Freund der Trivialliteratur. Wenn man über den elitären Kreis hinauskommen will, muss man Onkel Toms Hütte schreiben. Und das meine ich, ist das Geheimnis. Und das wird weiter wirken. Wenn das wieder so ein elitärer Film gewesen wäre, so ein hätte auch niemand sich angeguckt. Und die Dünnung hat recht, man musste auf den dritten Knopf drücken, was normalerweise eben nur wenige tun. Deswegen sind diese Prozentzahlen, das sind wieder echte Prozentzahlen, nicht Zufallsprozentzahlen. Also nicht Leute, die zufällig halt gedrückt haben, sondern die bewusst dieses Programm eingestellt haben. Aber nur ergänzend dazu, ich glaube, eine nachhaltige Wirkung, wenn man also sich einfach damit ins Reine zu kommen, das wäre eine wesentliche Frage für die Schulpolitik, weil da, wie wir alle wissen, was in den Schulen über die Nazizeit, über das Dritte Reich gesagt wurde, Sie kennen das sicherlich auch, Frau Dönhoff, da gab es diese Untersuchung, was weiß ich über Hitler? Und nämlich, das war so von einer Sardinendose zu sonst was, ne? so ungefähr. Das war kläglich, der Wissensstand.
Und das war aber auch kläglich gemacht, die ganze Sache. Das war ein rechter Betrug. Ist sicherlich, aber sehr oft ist es auch kläglich unterrichtet worden in den Schulen. Es ist nicht einfach eine Frage, Geschichte ist nicht nur so Daten hintereinander weg, sondern auch Zusammenhänge und so. Und wenn das wäre eine Möglichkeit, das nachzuvollziehen. Ich möchte gerne doch noch einen Augenblick bei dieser Frage bleiben, bei diesem Thema bleiben. Hitler als Betriebsunfall oder Hitler, das heißt Drittes Reich und alles, was damit zusammenhing, was dann im schlimmsten Falle geendet hat in Auschwitz, hat das nicht historische Wurzeln. Und es geht hier nicht um Pharisäertum. Wir hätten uns selber an die Brust zu klopfen mit unserer Fremdenpolitik. Aber wir reden nun mal von Deutschland, von der Bundesrepublik. Dass eine solche Entwicklung möglich wurde, geht das nicht zurück vielleicht? Es ist eine Frage, es ist nicht eine Behauptung. Auf Friedrich den Großen, Kerls wollt ihr ewig leben, Stichwort. Dann Bismarck, dann Wilhelm II., Brammer basierend. Im guten Falle in Preußen, so scheint es uns, Ordnung, Pflichtbewusstsein. Es war einer der korrektesten Staaten, eine der korrektesten Administrationen, glaube ich, die es gab. Gehorsam, Treue und so weiter. Dass dann im Dritten Reich all diese Begriffe pervertiert wurden und zu letzten Endes verbrecherischen Zwecken missbraucht wurden. Aber geht da nicht eine Linie durch die ganze Entwicklung? Ja, das würde ich sehr bestreiten. Aber um auf Ihre Frage einzugehen, wir würden jetzt also drei Stunden brauchen, wenn ich es also auf zwei Minuten beschränken soll, dann würde ich sagen, Sie haben ganz zwei Dinge angedeutet oder zusammengekommen sind oder ein sehr unglückliches Zusammentreffen war, nämlich die große Gläubigkeit an das, was amtlich verkündet wird, was die Obrigkeit sagt, was der Chef sagt, das ist richtig, da kann man nicht dran zweifeln. Das war immerhin einige Jahrhunderte lang richtig gewesen und wurde nun plötzlich sehr geschickt, taktisch geschickt und pragmatisch von den Nazis angewendet. Die waren nun die großen Herren und die sagten, und das musste ja richtig sein. Dazu kam das unten, was man vielleicht oft hier vergisst. 6 Millionen Arbeitslose, wissen Sie, das ist wirklich eine Sache. Und nicht Arbeitslose wie heute, sechsmal so, wir haben heute 1 Million in Deutschland, also sechsmal so viel, sondern ich habe neulich mal, weil ich etwas darüber zu schreiben hatte, nachgesehen, wir hatten ja noch kein vernünftiges Sozialsystem damals, was bekamen die eigentlich? Ein Arbeitsloser mit einer Familie, die also 3 Köpfe oder manchmal 4 waren, bekam in der Woche 17 Mark, zwischen 17 Mark und 20 Mark. Es war vollkommen unmöglich für die Leute zu leben auf diese Weise. Und da kommt einer, ein Heilsverkünder, so wie der Herr Khomeini zu den Iranern heute kommt und sagt, ich mache euch das. Und dann schafft er auch in der Tat die 6 Millionen Arbeitslosen weg, macht Vollbeschäftigung in 3 Jahren. Das ist natürlich, und dann sagt man sich, aha, also die Leute oben, die wissen eben immer, wie man es macht. Und dann ging das so weiter. Aber ich möchte das jetzt nicht vertiefen, sonst kommt ich habe keine andere. Mir fiel es vorhin ein. Wie viele Arbeitslose gibt es in Amerika? Zwischen 9 und 11 Millionen. Es sind genau 7,5%. 6,5%. Also auch eine sehr stattliche Zahl. Ja, aber Sie müssen rechnen, es sind 250 Millionen, auf die Sie das rechnen müssen in Amerika. Und dann gehen wir weiter in der dritten Welt. Wie viele Arbeitslose? Können Sie nicht vergleichen. Kann sie nicht vergleichen. Ich glaube, damit kämen wir auf ein sehr weites Feld, wie es so schön heißt, weil ja, also nicht überall in der dritten Welt, aber in einem Teil der dritten Welt, es zum Glück möglich ist, mit einer Leinenhose und einem Hemd, vielleicht sogar ohne Hemd, zu überleben, mindestens. Und es gibt Früchte und es gibt keinen Winter, sondern es ist warm im Allgemeinen. Es gibt die Großfamilie, das ist das Wichtigste. Und es gibt die Großfamilie. Ich habe noch eine Frage und dann lassen wir dieses Thema. Hitler hatte ja eine Ideologie entwickelt, eben den Nationalsozialismus. Und wir wissen, wo er hingeführt hat. Es gibt aber andere Ideologien. Und wenn man glaubt an eine Ideologie, dann ist es doch sehr viel leichter, nicht nur leichter, es wird sogar lobenswert, im Namen dieser Ideologie Menschen eventuell zu foltern oder umzubringen, weil man ja im Namen einer höheren Idee arbeitet und diese Dinge tut. Man ist gerechtfertigt, legitimiert. Ist also nicht Ideologie eigentlich böse an sich? Ja, ich würde es mindestens, also böse weiß ich nicht, das ist so ein Begriff, aber ich würde es für sehr, sehr fragwürdig und anfechtbar halten,
Eben, wie Sie sagen, weil es wird ein hehres Ziel als Vision an den Horizont gestellt und alles, was auf dem Wege dahin sich blockierend in den Weg stellt, wird weggeräumt. Wenn das Menschen sind, werden sie in Lager gesteckt oder umgebracht. Hauptsache, wir erreichen das Ziel. Vielleicht sollte man aber sagen, Ideologie mit Absolutheitsanspruch. Es gibt ja, aber hat nicht jede Ideologie einen Totalitätsanspruch? Gut, also jedenfalls, soweit sie einen Totalitätsanspruch hat, ist sie meiner Ansicht nach schlecht. Ich bin ein Feind solcher Ideologien. Wir haben eigentlich nichts Gutes von ihnen erlebt und ich fürchte, ich werde den Rest meiner Tage auch nicht mehr Gutes von solchen Ideologien mit Absolutheitsanspruch erleben. Ich meine, das hat ja begonnen mit der Französischen Revolution, also mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Da wurden Tausende von Leuten hingerichtet in diesem Namen. Und ich meine, man könnte dann auf der ganz untersten Stufe noch mit Jim Jones argumentieren oder in Kambodscha, wir kommen vielleicht noch darauf, mit einem Fanatismus sondergleichen und ohne, also bildlich gesprochen mit der Wimper zu zucken, wurden da offensichtlich Hunderttausende zugrunde gerichtet. Auch im Namen einer Idee. Und deswegen stelle ich diese Frage. Wie war denn die, Sie sind ja viel jünger als wir, wenn ich das unter uns so sagen darf. Wie war denn die Reaktion? Sie waren jetzt in Indien gerade kürzlich und haben also die Holocaust-Serie gar nicht gesehen. Aber Sie sind seitdem wieder in Hamburg, seit dem 3. Februar, heute ist der 9. War das noch ein Gesprächsthema unter jungen Leuten? Und bei Sie Ihnen jetzt im Sender? Im Sender, ja, auf jeden Fall. Zum Ersten waren die Leute, die im Sender arbeiten, selber total überrascht über diese Wirkung. Und ich habe von außerhalb gehört, sie müssen sich unheimliche Familiendramen sich abgespielt haben, wo Kinder von zu Hause weggelaufen sind. Man sagte, du warst doch dabei oder was auch immer. Das war für mich der erste Punkt, dass unsere eigenen Macher sagten, die vorher sehr skeptisch waren und sagten, das ist eben also die Klischees, die man hat, Hollywood, trivial, pipapo. Das andere, also das hat wirklich etwas ausgewirkt, zumal wir im letzten Jahr in Deutschland eine ganze Reihe von Vergangenheitsbewältigungen hatten über Hitlerkongresse und Zwiebelbergsfilm und was ist so alles, Jochenfest, was alles keine Wirkung gehabt hat. Was nicht, kaum ein Echo gehabt hat. Nein, kaum ein Echo gehabt hat. Das war schon sehr, sehr erstaunlich. Nur außerhalb, es ist traurig, aber wahr, wenn man zum Beispiel durch arabische Länder fährt oder anderswo, hört man wirklich immer noch sehr oft, es ist schade, dass Hitler das Werk nicht zu Ende vollbracht hat. Tja, was für Schlussfolgerungen ziehen Sie drei aus dieser Serie und aus den Geschehnissen, die diese Serie dargestellt hat? Kann man da etwas folgern daraus? Wirkung? Oder muss man das abwarten? Also ich meine, das ist eine Art Befreiung, eine Frage, die immer wieder in diesen, wie Sie vorhin schon erwähnten, es sind wirklich etwa 10.000, es waren, ich glaube, 4 Apparate in allen 6 Rundfunkanstalten waren 24 Stunden besetzt, weil ständig Leute gefragt haben. Und diese Frage, was haben wir für eine Lehre daraus zu ziehen, war sehr, sehr häufig. Die ist natürlich sehr schwer zu beantworten. Ich persönlich würde, dazu neigen Sie vielleicht ähnlich in die Richtung, in die Sie deuteten, nämlich Kinder falten nie herein auf irgendwelche Heilsbotschaften und Ideologien und auf Systeme, die euch sagen, wenn ihr nur dies tut, dann wird alles in Ordnung sein. Es ist nie in Ordnung, wenn man glaubt. Im Gegenteil, wenn man also sich darauf verlässt, begeht man unheimlich viel Ungerechtigkeiten, ohne dass etwas erreicht wird. Könnten Sie dem zustimmen, ungefähr? Oder sind Sie anderer Ansicht? Ich würde zustimmen. Doch, glaube ich ja. Wir wollten ja heute Abend, nun das war ein großes Ereignis, ein eindrückliches, von der Welt im Allgemeinen ein bisschen sprechen, und zwar politisch, also Weltpolitik, um diesen Ausdruck zu gebrauchen. Und da war ja in den vergangenen Wochen, hat eine Entwicklung einen vorläufigen Höhepunkt erreicht, nämlich die Annäherung Chinas an die USA. Und die ist ja nur möglich geworden, weil, darf man das so sagen, weil Mao halt eben gestorben ist vor einigen Jahren und inzwischen sich eine Entwicklung angebahnt hat, eine Lockerung im Inneren, die diese Annäherung möglich gemacht hat.
Und Sie, Professor Mehner, sind lange in China gewesen. Sie haben während des Krieges dort gelehrt. Sie sind immer wieder zurückgegangen. Und jetzt, unlängst, waren Sie wieder in China. Wie weit geht denn heute diese Lockerung eigentlich? Sind ja zwei Dinge. Das eine ist die Lockerung, nach der Sie speziell fragen. Die ist ja aber nur ein Bestandteil einer großen Wende, die sich dort vollzogen hat. Dass es zu dieser Lockerung kam, die vielleicht also Sie mehr interessiert als andere Dinge, deswegen will ich sie vorwegnehmen, obwohl andere Dinge, die Leistungsprinzip und all diese Sachen mit Lockerungen nichts zu tun haben, aber ja, stimmt, Deng Xiaoping sehr am Herzen liegen. Die Lockerung ist in seinen Augen, meine ich, ein Bestandteil der Modernisierung. Er hat verstanden, was der Stalin nie verstanden hat. Ein Mittel zum Zweck, also so wie Khrushchev. Bitte? Er ist wer? Deng Xiaoping, also ja. der Nummer 1, er ist ja offiziell Nummer 3, aber in Wirklichkeit ist er ja also der Nummer 1. Er hat verstanden, was der Stalin nicht verstand, dass man nicht modernisieren kann, ohne zu liberalisieren. Stalin den Leuten ein bisschen Atem zu geben. Atem zu geben und auch ihre Initiative zu wecken, sie mit zu beteiligen. Diese ganze Geschichte mit diesem 70 Meter langen Mauer, wo die da Sachen aufschreiben dürfen und so weiter, das will er ja, das könnte er ja verhindern. Da war, wir haben es gelesen, da war vor kurzem ein solches Plakat, wo, warum schaut, kommt Carter nicht mal nach unseren Menschenrechten gucken, die sind also auch nicht zum Besten bestellt und so weiter. Das wurde abgerissen von jemandem und dann standen hunderte von Leuten rum und sagen, das darfst du nicht abreißen, in der Verfassung steht es, dass wir Wandzeitungen machen müssen, dürfen und so weiter. Das ist also, ich sehe den Deng als einen Mann mit einem großen Wurf und in diesem großen Wurf der Modernisierung, ob wir das nur wollen, dass China sich modernisiert oder nicht, ist eine ganz andere Frage, aber er will es. Und er ist die treibende Kraft. Und zu dieser Modernisierung gehört, dass die Hochschulen wieder funktionieren und also, dass die Leute auch ihre Meinung aussprechen. Vielleicht wird er es mal bereuen, das ist wieder eine andere Frage. Aber dass er die Geister nicht mehr los wird, die er rief. Aber zunächst ist das, meine ich, alles aus einem Guss und ein Bestandteil der Modernisierung. Er macht es nicht um der Liberalisierung, sondern er macht die Liberalisierung um der Modernisierung. Aber ist es nicht so, ich meine, wir reden, das sind keine Neuigkeiten, die wir da, oder die ich da verbreite, dass also wirklich eine Kehrtwendung um beinahe 180 Grad, vielleicht nicht ganz, aber doch nahezu gegenüber den Glaubenssätzen von Mao stattgefunden hat. Also alles das, was Mao wichtig war, die Gleichheit und nicht das Elitedenken, umgedreht. Deng will die Eliten, weil es ohne sie nicht geht, in Folge des Examen für die Universitäten und so weiter, Prämien für die Arbeiter, die Besonderes leisten. Mao hielt das für grässlich. Das ist die Förderung eines kapitalistischen Denkens, wenn ich Ihnen sage, arbeite mehr und dann kriegst du so und so viel Yuan mehr. Das war für Mao furchtbar. Das wird heute gesagt. Also eigentlich kaum etwas. Das Einzige, was sich nicht verändert, ist die antisowjetische Linie. Sonst meine ich kaum ein Gebiet, wo nicht ein radikaler Kurswechsel stattgefunden. Auch auf dem Gebiet der ausländischen Kredite. Mao hat es ja, absolut abgelehnt, Kredite anzunehmen vom Ausland, weil er sagte, das würde uns abhängig machen vom Westen. Also keine Kredite aufnehmen und genau das tut jetzt Deng Xiaoping. Und nicht nur und das, er hat auch gesagt, wir dürfen keine Rohstoffe exportieren, das ist eine Verschleuderung chinesischen Volksvermögens. Also weder durfte man Kredite aufnehmen, noch konnte man Rohstoffe exportieren, mit denen man was kaufen konnte. Also der Außenhandel war festgebunden und jetzt darf man Kredite aufnehmen, man darf Öl, Kohle und so weiter exportieren, auf allen Gebieten. Darf ich Ihnen was fragen? Bitte. Ich frage mich immer, wird ein Volk nicht seekrank, was also erst nach, sagen wir mal, um es in der Richtung zu sagen, nach Norden ausgerichtet war und plötzlich nach Süden umgerichtet wird? Und macht der Deng nicht, nimmt der nicht viel zu viel und viel zu schnell, so wie der Schah das in Persien gemacht hat? Ja, das ist natürlich die große Gefahr, die sich jeder stellt. Ich war vor Maos Tod kurz vorher da und dann ein halbes Jahr danach da und dass in so kurzer Frist ein solcher Riesendampfer von einem Kurs nur umgestellt wird auf einen anderen Kurs, da muss man die Frage nach der Seekrankheit der Passagiere natürlich aufwerfen. Nun, eines ist, es gibt keinen religiösen Fanatismus in China, also ein Khomeini oder sowas hätte da niemals eine Chance, hat es in China nicht gegeben. Ich glaube, dass das ist ein rein subjektives, es gibt ja kein Gallup Poll oder ähnliche Dinge dort, demografische Institute, die das feststellen könnten, dass für die
große Mehrheit der Chinesen. Sicherlich für alle Intellektuellen, die ja der letzte Dreck waren. Man nannte sie ja die stinkende Nummer 9, die Intellektuellen. Also die stinken nun nicht mehr. Und jeder wird es ihnen sagen, bin so froh, wir stinken nicht mehr. Wir sind also nicht mehr stinkende Nummer 9. Die Intellektuellen sind also für den Teng, denn er hat sie gerettet. Er hat ihnen die Professorentitel wiedergegeben und all die schönen Dinge, die den Intellektuellen so... so ja, und auch sind. Wieder ihre Aufgaben vermutlich. Und ihre Aufgaben. Also ich meine, sie waren vorher wahrscheinlich auf den Dörfern, mussten da schwere körperliche Arbeit leisten, in vielen Fällen. Also die hat er, meine ich. Ich meine auch, dass er, was man so die Arbeiteraristokratie nennt, also die leistungsbewussten Arbeiter, die auch nicht glücklich waren, wenn man ihnen immer ein Zeuge flickte und sagte, ihr seid ja also, macht das alles nur, um euch lieb Kind zu machen. Jetzt werden sie gefördert, also auch die Bauern ist etwas schwieriger. Aber ich meine eben, dass tatsächlich eine Abneigung gegen dieses ununterbrochene Ideologisieren und abends nach der Arbeit dann noch rotes Büchlein lesen und so weiter. Ich glaube, dass das wirklich eine gewisse Überdruss daran war, sodass tatsächlich für dass ein Druck weggenommen wurde? Mein Eindruck, sodass ich also nicht glaube... Wenn ich dazu... ich habe das Gefühl, man hat in China ein riesiges Problem gelöst, nämlich Hunger, was Millionen und Abermillionen von Menschen auf der Erde geißelt. Das hat man erst mal machen können. Keiner hungert in China. Und dann kann man seine Spirenzien mit seinen Intellektuellen und sonst was leisten. Ich bin auch dafür, dass man eine bestimmte Modernisierung einkriegen muss und dann die Eröffnung, wo man das gerade herkriegt, wenn nicht aus eigenen Mitteln. Aber was da geleistet wurde, war erstmal etwas, was sonst, außer die Chinesen haben es an sich in sich. Taiwan, Formosa. Wir kommen noch darauf zu sprechen, nämlich in Beziehung auf Indien. Da habe ich mir eine Frage vorgenommen und davon reden wir noch. Hungersnot und ähnliches mehr. Ja, aber da 600 in Millionen ist es beseitigt worden. Ja, ja, genau. Davon will ich dann reden. Vielleicht mit diesen Einschränkungen, die da gemacht wurden. Aber ich eins darf ich da bitte noch dazu sagen. Es ist natürlich für viele Chinesen doch ein Verlust, ein seelisches Vakuum eingetreten. Da war dieser große Mann. Und die ganze Welt bewegte er mit einer Idee, der großen Idee der Gleichheit und so weiter. Man sah junge Leute marschieren in Tokio, in Berlin, in Paris und so weiter, alle mit dem roten Büchlein. Es war ja eine Art Weltrevolution im maoistischen Sinne. Und dass das nun völlig weg ist, dass man nur auf im Jahr 2000 die 4 Modernisierungen, mehr Kohle und so weiter. Das ist natürlich eine gewisse Verarmung ist da und die wird man vielleicht einmal spüren. Aber zunächst meine ich, ist dieser Aufbauwunsch sehr stark zu spüren. Ist es wirklich tatsächlich weg, die ganze maoistischen Ideen und so? Nein, natürlich sind die nicht weg. Ja, sie spielen jetzt überhaupt praktisch gar keine Rolle. Nein, das Rote Buch ist nicht mehr zu haben. Und die Werke Maos, also der berühmte 5. Band, der jetzt nach seinem Tode erschien, enthält natürlich alle die Dinge, die auf Aufbau sind und nicht auf Gleichheit und ideologische Veränderung. Ist die Entwicklung, eben, die Sie jetzt geschildert haben, ist die irreversibel, das heißt unumkehrbar? Es wurden ja die Leute, die in der Kulturrevolution entfernt worden waren, wieder eingesetzt. Heißt das, dass wenn Teng sterben würde, sagen wir morgen, dass... Er hat nicht viel Zeit zu leben. Wie bitte? Er hat nicht viel Zeit zu leben. Ja, er hat nicht mehr viel. Er ist 74. 74. Dass die Entwicklung ungefähr in der jetzt von ihm betonten, akzentuierten Weise weitergeht oder nicht? Also er hat ja eine sehr schöne Antwort darauf gegeben, als er jetzt in Amerika gefragt wurde, was ist denn, wird die Entwicklung weitergehen, wenn sie sterben? Sagt, sie wird weitergehen, weil sie richtig ist. Und das ist also eine schöne Antwort, er ist überhaupt sehr quick in seinen Antworten. Wenn in der Zeit, in der er noch lebt und die Dinge in der Hand hat, dieser Dampfer sich also freundlicherem Klimas nähert und es angenehmer ist, auf dem Dampfer zu leben als bis jetzt, dann glaube ich, wird der Dampfer in der Richtung weiterfahren. Wenn aber mit dieser ganzen Kraftanstrengung, mit dieser Preisgabe der Ideologie, die für viele doch etwas bedeutete, nichts herauskommt, außer ein paar mehr Kanonen, aber nicht mehr Annehmlichkeiten des Lebens, dann bin ich nicht sicher, ob nicht so irgendwas wie eine Meuterei dann da auf diesem Schiff entsteht. Also im Augenblick, meine ich, hängt das wirklich von der Dauer seines Lebens und von den Erfolgen, die er während dieser Dauer hat. Indien. 600 Millionen Volk, also das zweitvolkreichste Land der Erde. Auch ein schlafender Riese, dieselben oder ähnliche Probleme wie China. Hungersnot, Krankheit, Armut, Elend. Die hat China nicht mehr. Die hat China
Nicht mehr, es hat sie gelöst, dank einer Diktatur. Braucht China eine Diktatur? Muss es eine haben? Oder es, war es nahe dran, eine zu haben mit Indira Gandhi? Indien, kommt sie, ja. Indien meine ich. Kommt sie zurück, Indira Gandhi? Also wir haben gesehen, dass Indira Gandhi für fast anderthalb Jahre eine Diktatur gehabt hatte. Und das ist dann verworfen worden von dem Volk. Man kann sagen, okay, das ist eine komische Diktatur, die dann auch freie Wahlen zuließ. Aber das ist ein Teil von dem Image von Indira Gandhi, also von ihrer Persönlichkeit. Die ist, glaube ich, sehr, sehr gespalten. Nur, es gibt eine Geschichte, es ist sehr interessant. Coca-Cola wurde aus Indien rausgeschmissen, weil die ihr Rezept nicht freigeben lassen wollten. Coca-Cola ist nach China reingekommen. Und das ist wirklich der Traum von jeder Industrie. Weißt du, wenn jeden Tag ein Chinese eine Coca-Cola-Flasche trinkt, da ist man richtig aus dem Schneider. Aber das wollte... Das wollte ich Sie übrigens fragen, Klaus Mehnert, wieso muss nun ausgerechnet Coca-Cola, ich habe nichts dagegen, ich trinke keins, aber wieso muss das nun ausgerechnet eingeführt werden? Ist das etwas Dringendes? China braucht so viel, also dass man dafür Devisen brauchen muss. Meine Antwort, die Antwort ganz einfach. Coca-Cola gilt als nun das Getränk der feinen Welt. Nicht bei uns, aber in der Sowjetunion und in China. Es gibt kein billigeres Mittel, den Chinesen zu zeigen, euch geht's schon jetzt so gut wie den Amerikanern, als ihnen das Coca-Cola zu geben. Und es musste Coca-Cola sein, weil die Russen Pepsi-Cola haben. Ja, das ist so einleuchtend, dass ich nur gratulieren und klatschen kann. Gräfin Dönhoff, wir haben jetzt viel von den internen Geschichten von China gesprochen, auch ein bisschen von Indien zu wenig, ich gebe das gerne zu. Sie haben mir keine Chance gegeben. Ich habe Ihnen keine Chance. Sagen Sie, geben Sie, was Sie noch, ich geben gebe Sie Ihnen eine Chance. Ja. Sprechen Sie von Indien. Also erstaunlich ist, nach dieser Zeit, nachdem der Janta, was ein wirklich ein sehr amorpher Haufen von fünf zusammengewürfelten Parteien ist, die unheimliche interne... Also die Gegner der Indira. Ja. Die Gegner, ja, das waren Gegen, und dann haben die, das waren die Sozialisten und so BLD, das ist so eine Bauernpartei und Altkongress und verschiedene anderen, also fünf insgesamt, die dann ihre Identität erstmal aufgegeben haben und sich in die Janta-Partei zusammengetan haben. Das innerhalb dieser kurzen Zeit, weil die Wirtschaftspolitik sehr liberalisiert worden ist, ein sehr großer Aufschwung ist auf dem Gebiet, wirtschaftlich. Seit dem Weggang Indiras und der Janta-Partei, ja, es geht natürlich die an ein bisschen die Macht weiter zusammen, weil in Indien hängt sehr viel von der wirtschaftlichen Entwicklung mit den Ernten zusammen. Und wir haben einen Zyklus, wir haben jetzt bis jetzt vier Ernten, sehr gute Ernten hintereinander gehabt in vier Jahren. Und das gibt natürlich Geld frei für andere Investitionen und so, weil man kein Weizen einführen braucht. Das ist, heißt nicht, das ist eine Leistung von der Regierung. Das waren die Wettergötter, genauso wie es Indira Gandhi damals auch zugute gekommen ist. Die Janta-Partei kriegt es mit, es kann sich im nächsten Jahr ändern. Darf ich etwas Grundsätzliches fragen? Kann man ein so großes Land, wir haben vorhin von China gesprochen, kann ein so riesiges Land, was Indien auch ist, in Freiheit das erreichen, was in China in Zwang, unter Zwang erreicht wurde, nämlich Abschaffung der Hungersnöte, der Überschwemmungen, der großen Epidemien und so weiter. Ist das möglich oder glauben Sie, es, wir sagen das wertfrei, es ist nicht möglich in einem freien Land? System, unter anderem System. Das ist eine sehr schwierige Frage zu beantworten, weil es gibt bestimmte Traditionen auch in einem Land. Man kann es nicht überall ändern. Ich würde sagen, dass man es schon in Freiheit machen könnte, wenn man ein bisschen mehr auf der administrativen Seite und innerhalb der Regierung
Geschichten durchkriegt, die alle in der Verfassung drin sind, die nach dem Gesetz gemacht werden. Ja, aber da spielt auch der Volkscharakter eine Rolle, nicht? Sicherlich, aber man hat ja... Sie sind ja kein preußischer Staat mit ganz korrekten... Ja, gewiss, in manchem Betracht ganz sicher. Aber ich meine, man kann ja nicht einfach sagen, die Administration müsste effizienter sein. Natürlich müsste sie das. Nein, aber es kann gibt sie sehr es in einem viele Verein? Probleme, nur Sie können auch nicht mit einer Diktatur jahrhundertelange, so sagen wir einfach mal, so Begriffe, die ja so handlich sind, Kastendenken, religiöses Denken, Traditionsdenken beiseite schaffen. Die sind, wenn man die indische Verfassung anguckt und das Gesetz ist, bestehen nicht mehr. Aber es gibt Sklavenarbeit, es gibt immer noch einen sehr, sehr wirkungsvolles so Kastensystem, was weiterhin arbeitet zu den Ungunsten von den Unberührbaren und was es so alles gibt. Aber mit einer Diktatur kann man das auch nicht ändern. Was würden Sie vorschlagen? Wohin, wie sollte es in die Hand genommen werden, wenn Sie zu bestimmen könnten oder vorschlagen könnten? Ich bin froh, dass ich nicht Premierministerin von Indien bin. Es ist wirklich eine schwierige Aufgabe, weil Indien ein Riesenland ist. Wir haben 15 Hauptsprachen, das sind verschiedene so Volksgruppen. Also Volksgruppen, wo nicht, wenn man vom Norden nach Süden fährt, sich nicht einmal verständigen kann mit den Leuten, außer mit Englischem, weil die Sprache anders ist, die Tradition anders ist, die Kultur anders ist. Und trotzdem, finde ich, hat Indien innerhalb dieser 30, 31, ich bin ziemlich schwach mit Zahlen, aber 45, also 47 sind wir unabhängig geworden, ist dieses Land nicht eingegangen. Das ist, hat weiter bestanden, das geht das weiter. Das ist an sich eine Leistung, ja. Es ist eine Leistung. Ja. Es ist eine ich Leistung. Muss zu der Frage kommen von China und dem Westen, denn das, also Westen, den USA. Die Frage ist, und wir haben eine Karte vorbereitet, damit man da nicht ganz im luftleeren Raum argumentiert. Hier, hab ich gesehen. Ja, das ist die kleine, die kommt nachher dran. Also. Wir haben noch eine große, die wird jetzt gleich gebracht. Nämlich, Deng Xiaoping sagt doch, wir werden eingekreist. Und die UdSSR umgekehrt sagt, nein, wir werden eingekreist. Hier haben wir China. Das ist Kambodscha. China hat Kambodscha trotz Pot Pol, trotz Massenhinrichtungen unterstützt und unterstützt es weiterhin, weil Vietnam, das sich Laos zugeeignet hat, nennen wir es mal so, und jetzt auch Kambodscha sich aneignen möchte und in einer Föderation, einer kommunistischen verbinden möchte, von der UdSSR unterstützt ist. Also hier diese Klammer und China ist... ist es verbündet? Nein, das ist zu viel gesagt. Aber hat jedenfalls Freundschaftsvertrag mit Pakistan, während dann umgekehrt Indien wieder mit der UdSSR einen Freundschaftsvertrag hat. Die USA, wir haben sie hier grün, das ist, was Deng Xiaoping ja vorschwebt. So etwas wie eine Achse, also ich vereinfache die Dinge natürlich sehr. Achse China mit Westen, also mit und den Vorposten von Westen, mit Japan, Iran ist eine Sache für sich, mit den USA und dann wieder mit Westeuropa. Und jetzt muss ich, glaube ich, die kleine Karte nehmen, damit man das ein bisschen besser sieht. Ich versuche, sie ruhig zu halten, wie man mir gesagt hat. Also hier ist es vielleicht noch etwas deutlicher. Pakistan, China in Verbindung, Indien und UdSSR und dann hier Vietnam. Wer kreist denn nun eigentlich wen ein? Herr Gottschild, darf ich sagen, es geht ja, Einkreisen ist ja nicht eine Frage des Kreises. Das Einkreisungsgefühl entsteht, wenn sich andere gegen einen zusammentun. Und von der Sowjetunion her gesehen, die sieht Amerika, China, Japan, Europa, NATO. Das heißt also die vier, zu denen die Sowjetunion die fünfte große Macht ist, militärisch, politisch, wirtschaftlich, dass vier davon im Augenblick sich untereinander näher stehen als zur Sowjetunion. Und das schafft also einen Einkreisungskomplex, obwohl auf der Karte ja ganz deutlich ist, dass die Sowjetunion nicht eingekreist ist. Bei China ist es im Moment nicht mehr so akut, weil China nun die guten Beziehungen zu Japan hat, zu Europa, zu den Vereinigten Staaten. China gehört ja also zu der Gruppe der vier, während die Sowjetunion allein ist. Trotzdem ist das Wort Einkreisung immer sehr wirksam. Wir haben das 1913, 14 in meiner Jugend in Deutschland erlebt. Man kann also jeden
wild machen und national denken machen, wenn man sagt, du bist eingekreist. Haben die... Also ich meine, wenn man sich das einmal überlegt, und hier haben wir es ja alles vor uns, dass diese UdSSR eigentlich von niemandem in dieser Welt mehr als ein Vorbild angesehen wird, was doch viele Jahrzehnte der Fall war. Natürlich, die andere Supermacht ist sowieso dagegen. Ganz Europa ist dagegen. Ihre eigenen Satellitenstaaten, Osteuropa ist in dagegen. In Ihrer Zeitung stand, zitiert von Theo Sommer, glaube ich, ich weiß nicht, Brzezinski soll gesagt haben, die Sowjetunion ist das einzige Land, das von kommunistischen Feindstaaten umgeben ist. Ja, es ist ein bisschen so. Auch die Dritte Welt ist gegen die UdSSR. Die UdSSR hat heute eigentlich niemand mehr. Und natürlich ist das ein Gefühl, was, nachdem sie einmal vor 60 Jahren die große Heilsbotschaft in die Welt gebracht haben durch ihre Revolution, ist das ein fürchterliches Gefühl. Auf der anderen Seite muss man auch nicht vergessen, dass sie in den letzten Jahren unheimliche Avancen gemacht haben. Sie haben also hier Afghanistan, da war ein Coup im vorigen Jahr. Wir haben es hier noch im Detail, noch das besser. Ist noch ein bisschen besser. Ja, aber es geht hier weiter. Geht's besser? Gut. An die große Karte. Afghanistan, ein Coup, der mehr zu den Sowjets... Das wäre hier, ja? Ja, Entschuldigung, ja. Das dann Afghanistan. Jemen hier. Jemen, ja. Volksrepublik, mit Verbindungen zu der SSR. Äthiopien bei Ihnen, Mosambik bei Ihnen, Angola bei Ihnen, sogar nennen sich Volksrepubliken. Also Sie haben, das merkwürdig ist, dass obgleich eigentlich Sie die ganze Welt nicht mehr für sich haben, ich will nicht sagen ganz gegen sich, aber nicht mehr für sich haben, haben Sie plötzlich in einen Erdteil hinein, nämlich Afrika und Arabien, wo Sie nie gewesen sind, haben Sie doch große Erfolge gezeitigt. Freundschaftsverträge geschlossen mit Ländern und das ist ein sehr seltsames Phänomen. Ich kann nur, Theo Sommer, das sieht schon nach einem Fernsehspot aus, was ich hier mache. Theo Sommer zitieren, der das Weltbild aus der Sicht des Kremls dargestellt hat. Ja, ganz richtig. Und dort gesagt hat, wie die das sehen. Die sehen das gar nicht als so ungeheure Erfolge, sondern ganz im Gegenteil. Ja. Sie fühlen sich an die Wand gedrückt, während der Westen sich an die Wand gedrückt fühlt. Für uns alle, und das betrifft ja auch die USA, ist ja das Erstaunliche. Aber jetzt nehme ich nochmals diese Karte. Dass China mit Kambodscha so stark unterstützt, natürlich um diesen sowjetischen Freund, nämlich Vietnam, zu dämpfen. Dies, obwohl das Pol Pot-Regime, das jetzt vorläufig gestürzt ist, unglaubliche Menschenvernichtungen zustande gebracht hat. Und auch der Westen hat eigentlich nicht sehr darauf Rücksicht genommen, sondern sich realpolitisch verhalten. Ist das chinesische Realpolitik dort auch? Natürlich, also so wie Sie mit Chile zum Beispiel sehr gute Beziehungen haben, obwohl Ihnen das sehr viel Kummer in der kommunistischen Welt einträgt, so haben Sie also gute Beziehungen mit Pol Pot gehabt, obwohl Ihnen das auch wiederum negative Noten in der westlichen Welt eingetragen hat. Aber ich glaube, man muss eines verstehen. Die Chinesen haben großen Respekt vor den Vietnamern. Sie wollen kein Groß-Vietnam an ihrer Südgrenze haben. Ihnen wäre es viel lieber gewesen, Nordvietnam, Südvietnam, Laos, Kambodscha, das wäre so ein kleiner Balkan da unten gewesen. Dass das alles jetzt in der Hand eines sehr ehrgeizigen, tüchtigen, die Amerikaner besiegenden Volkes ist, das ist Ihnen sehr unangenehm. Sie haben 5 Jahre lang Sihanouk als Ehrengast in Peking gehabt, immer in der Hoffnung, dass er eines Tages zurückkehrt, ein Prinzen, dass er eines Tages nach Kambodscha zurückkehrt, weil sie wussten, er ist ein Patriot und er wird alles tun, damit die Vietnamer nicht kommen. Klaus Mähner, Sie sind ein persönlicher und enger Freund von Sihanouk. Sie sind jetzt vor ein paar Tagen drüben gewesen in New York, wo er sich noch befindet zurzeit. Sie haben mit ihm gesprochen. Er kommt nicht nach Europa, soweit man weiß, sondern geht wieder zurück nach Peking. Hat er sich Ihnen gegenüber geäußert? Konnte er das? Können Sie sich darüber äußern? Er wird ja wohl in Reservestellung gehalten werden in Peking. Und hofft man dort, dass er eines Tages eben doch wieder nach Kambodscha zurückkehren kann? Ja, er wollte ja lieber nach Europa kommen. Nicht, weil er eine Villa an der Riviera hat, die hat er nämlich gar nicht. Das steht immer nur in Zeitung. Aber er hat natürlich Freunde in Frankreich und er hat
und bei mir einen Monat bleiben, den April, also nur also alles, nicht, kann noch nicht zustande kommen. Das hätte er also lieber getan, vor allem seine Frau wäre also viel lieber nach Europa gegangen. Die Chinesen haben ihn, und zwar das Deng Xiaoping persönlich gemacht, letzten Mittwoch, als die sich in Washington trafen. Er hat ihn dazu überredet, doch wieder nach Peking zurückzugehen. Und er hat es gemacht, warum? Schon vor 22 Jahren, als ich ihn das erste Mal traf, sagte er, ich setze auf China. Die Amerikaner, fragte mich, werden die noch in 20 Jahren da sein? Das weiß ich nicht. Aber er sagt, die Chinesen werden noch in 1000 Jahren da sein. Und die einzigen, die mir vielleicht helfen können gegen Vietnam, und das war sein Feind immer, von dem wollte er nicht geschluckt werden, 50 Millionen zu 5 Millionen, die einzigen, die mir vielleicht helfen können, sind die Chinesen. Und das haben die Chinesen wieder gesagt. Du weißt, die einzigen, die nicht Pol Pot, an dem Pol Pot liegt natürlich den Chinesen überhaupt nicht. Pol Pot ist sicherlich das in völlige Gegenteil von dem, was Deng Xiaoping machen will, mit seinem wilden Superkommunismus. Die einzige Chance, dass du vielleicht mal wieder reinkommst, ist eine Kompromisssituation. Wenn die Vietnamer sagen, also lieber den Prinzen als eine dauernde Resistance in Kambodscha zu haben und so weiter. Das ist deine, aber da, das passiert eher, wenn du bei uns wohnst, als wenn du irgendwo in Europa wohnst. Eine Frage, ist nicht Pol Pot auch in Peking? Ich glaube es nicht. Jiang Sari ist nach Peking gegangen, ist aber dann offenbar... Ist aber das gleiche Regime. Ja, ja, ist genau das gleiche Regime. Und der Sihanouk ist ja schon mal von China ein bisschen auf den Gartenpfad, ab der Gartenpfad, wie sagt man. Der ist von denen im Stich gelassen worden. Es war ja seine Entscheidung, Ende 1975, als die Pol Pot-Leute gerade an die Macht gekommen waren, aber noch unbekannt waren, da haben sie ihn ja gebeten, komm zurück, wir brauchen dein Prestige. Und gegen den, ich war ein paar Tage vorher mit ihm in Peking zusammen, gegen den Rat seiner Freunde, auch seiner Frau wohl, ist er dorthin gegangen, weil er sagt, das ist mein Land, ganz wurscht, wer dort regiert, wenn die mich rufen, muss ich da hingehen. Er ist ein absoluter Patriot, das steht bei ihm überall. Und dann aber, nachdem er sah, was das für eine Sache ist, dann hat er von sich aus einige Wochen später abgedankt und dann verschwand er ja für 3 Jahre hinter Mauer. Ich muss unbedingt noch auf eine Frage kommen, das ist Persien, wenn wir von Weltpolitik reden. Ich muss noch mal die Karte zu Rate ziehen, hier aufstellen. Iran. Mit Fragezeichen. Also auf der anderen Karte haben wir USA, das war verbunden. Die Carter-Regierung hat in einem ungeheuren Maße auf den Schah gesetzt und der Schah ist weg. Kann man, Gräfin Dönhoff, sagen, dass Iran so etwas wie ein Scharnier der Weltpolitik heute sei, weil hier Kuwait und die Ölländer sind und die Schiffe müssen alle da dran vorbei und durch Suez das Öl, von dem wir alle zu einem guten Teil leben. Ist das ein Scharnier der Weltpolitik, Iran? Ich weiß nicht, ob es ein Scharnier ist, aber ich glaube, das kann man sagen, das, was dort geschieht, wie dieser Ringkampf zwischen Bakhtiar und dem Khomeini, also zwischen dem Weltlichen und dem Islamischen ausgeht, das wird seine Wirkung haben auf die Türkei, auf Saudi-Arabien, natürlich auch auf die Verhandlungen zwischen Ägypten und Israel, ist gar kein Zweifel. Und das ist eine Unbekannte, von der wir alle nicht wissen. Deswegen empfinde ich eigentlich heute die Situation als so unvorhersehbar, wie ganz selten. Nicht nur wegen diesem einen Fall, sondern weil überhaupt viele Dinge, die wir in den letzten 20 Jahren als Konstanten eingesetzt haben, alle keine Konstanten mehr sind. Wir haben geglaubt zum Beispiel, dass wirtschaftliche Entwicklung zu politischer Stabilität führt. Darauf basiert die ganze Theorie der Dritten Welt gegenüber. Wenn wir Iran ansehen, stimmt es überhaupt nicht. Wir wissen nicht, wer in 3 Jahren in Russland regieren wird. Wir wissen nicht, was in diesem unseligen Amerika passieren wird, wo wir einen Präsidenten haben, der keine wirkliche Führung in dieser dieser Großmacht, die den Westen führt, darstellt. Würden Sie, wir kommen zum Ende unserer Sendung, das ist kein sehr optimistischer Ausblick, Sie sagen, vieles ist ungewiss. Es kann auch gut ausgehen, aber es aber wir ist sind ganz ungewiss. Nicht gewiss. Ja, nun gibt es aber ja viele Fragezeichen, aber auch gewisse Konstanten. Sicher, also das große Fragezeichen ist das einzige Fragezeichen auf Ihrer Karte. Iran, da weiß also niemand, was morgen dort passieren wird. China, meine ich, haben wir darüber gesprochen. Sowjetunion,
Ob nun also der Brezhnev in 3 Jahren noch dran ist, es wird jemand aus seiner Clique zunächst mal, glaube ich, sein. Es wird jemand sein, vermutlich, den wir seit vielen Jahren in dieser Clique kennen. Ja, aber der wieder 2 Jahre braucht, genau wie der zu der Zeit, da Brezhnev und Bulganin dran kam, wo Chruschtschow und Bulganin dran kam, wo man mindestens 2 Jahre nichts geschieht. Überhaupt nichts, weil da müssen erst wieder die Machtkämpfe, muss umstrukturiert. Gut, aber wenn nichts geschieht, dann ist das ja auch eine Aussage. Nein, das kann aber in vielen Fällen sehr, sehr unangenehm sein. Für wen? Wir haben nicht sehr viel Zeit. Für wen? Die dritte Welt hat nicht viel Zeit. Alles in Persien ist alles meiner Ansicht nach eine... Nein, die dritte Welt hat viel Zeit. Hat Zeit. Nur, die Frage ist, die Industrieländer haben nicht die Zeit. Und jetzt kommen wir langsam dahin, um sich ein bisschen auf die Forderungen einzugehen. Sie treten hier auf als Vertreterin, das ist ihr gutes Recht, der Interessen der dritten Welt. Und nicht zufällig, und das ist höchst anerkennenswert. Also selbst wenn Kissinger, der wirklich kein Herz für irgendjemanden hat, außer sich selber, sagt, dass wir und McNamara von der Weltbank, wir müssen uns einigen auf, und jetzt nicht nur karikative, also diese Entwicklung mit Wachstum und the theory of growth und sowas, ist schon längst passé. In Anfang der 70er Jahren hat man festgestellt, dass das nicht wirkt. Das ist nicht, man kann nicht ein deutsches Modell nehmen oder ein amerikanisches Modell und das aufstülpen auf die dritte Welt, das funktioniert nicht. Aber selbst wenn Kissinger sagt, wir müssen was machen, und McNamara sagt in seinem letzten Weltbank-Report, wenn man das gesehen hat, wir haben bestimmte Fehler gemacht, wir müssen uns jetzt einigen auf Sachen, die handfest sind. Also, Terms of Trade, Entschuldigung, dass ich jetzt immer auf Englisch zurückgreife, Handelsbedingungen, Rohstoffabkommen, ein Fonds. So. Wozu unser Kanzler Schmidt sogar sich bereit erklärt hat in Guadeloupe. Einmal in seinem Leben hat er sich sogar herabgelassen, um zu sagen, ja, vielleicht wäre was dran. Wie schön, dass Sie unser sagen. Ja, das wollte ich eben gerade sagen. Unser Kanzler, ja. Unser Kanzler. Also, das ist schon halbdeutsch. Ich muss leider zum Schluss kommen, wenn Sie in erster Linie vielleicht diese Annäherung, diese epochale Annäherung, ich glaube, so darf man sie nennen, zwischen China und den USA sich vor Augen stellen, dann vielleicht noch andere Fragen, Persien, Dritte Welt, vielleicht im Hintergrund noch England und die Streiks, wir können nicht von allem reden. Sieht dann das Bild, und das bitte in je einem kurzen Satz, wenn es irgend möglich ist, der Weltlage eher günstig oder ungünstig oder neutral aus? Das ist im Fluss wie eh und je. Das ist im Fluss. Bitte, die Damen. Ich wollte Gräfin Nörn auf das Schlusswort geben. Ja. Ja, gut, also dann werde ich sagen. Ich bin mit einem guten Gefühl ins neue Jahr hineingetreten, weil das chinesisch-amerikanische, nun also die Annäherung, nicht das Bündnis, meine ich, was immer Herr Wehner sagt, die einzige Möglichkeit einer groß angelegten Expansion ist ja die Sowjetunion, doch nicht Amerika. China vielleicht in 20 Jahren und Europa auch nicht. Und das ist, meine ich, eingedämmt. Die Russen werden in dieser Situation, in der sie sich jetzt befinden, und Böhm hat ja noch weitere negative Punkte hinzugefügt, von der Sowjetunion her gesehen, werden sie, meine ich, alles mögliche andere diplomatisch versuchen, aber wir sind weiter von einem großen Krieg entfernt als, meine ich, vor 2, 3 Jahren. Ich meine, wenn wir mit einiger Hoffnung in die allernächste Zukunft sehen können, dann würde ich das finden, dass das Kissinger zu danken ist, der nämlich wirklich ein Konzept hatte, was seither niemand mehr in Amerika hatte. Das Konzept nämlich die Bipolarität, also die Zweipolarität dieser Welt aufzubrechen und in eine Dreieck zu verwandeln, das heißt Washington, Moskau, Peking, und dadurch zu ermöglichen, dass sein Konzept war immer, dass das irgendwann mal zu einem Fünfeck werden könnte, nämlich Japan und Europa dazu. Und ich sehe gewisse Möglichkeiten, dass diese furchtbare Situation, dass wir also nur eine bipolare Welt hatten, wo alle Welt sich entweder um diesen Magnetzentrum oder um dieses, ums Westliche oder ums Östliche scharen musste, dass wir jetzt plötzlich sehen, ich kann mir jetzt vorstellen, dass es wirklich zu einem Fünfeck kommt. Europa ist tatsächlich etwas selbstständiger geworden.
Japan hat mit China, nachdem es lange gezögert hat, soll es Russland oder China den Vorzug geben, hat sich mit China eingelassen. Da entsteht ein asiatisches, sehr konstruktives Zentrum. Also ich könnte da auch etwas sehr Positives daran sehen. Das freut mich aber außerordentlich. Es ist wesentlich positiver, als ich gedacht hätte. Ich danke Ihnen, Gräfin Dönhoff, Navina Sundaram und Professor Klaus Mehner, das Allerherzlichste, dass Sie hier gewesen sind. Guten Abend, meine Damen und Herren.